Ich finde klasse, dass es das erste deutsche PR-Kreativ-Ranking gibt und ich habe es ja auch genau deshalb mit angestoßen. Und zwar, weil es die Scheinwerfer einmal richtet auf diese eine Kombination von zwei großen Trends. Der erste große Trend, das große Ding ist, der Einzelne schafft sich in einer Zeit, in einer Welt, in der die Infobits, Nachrichten und News auf uns nur so einprasseln, persönliche Filter und lässt nur noch das für ihn persönlich bedeutsame, relevante, faszinierende durch. Und um diese Stories, Ideen zu entwickeln, ist Kreativität gefragt. Kreativität ist die große Leitwährung und zwar in der Kommunikation, in jedweder Kommunikation. Der andere große Trend, das große Ding ist Earned Media. Das heißt, die Menschen über Ideen sprechen zu lassen, sie teilen zu lassen, sie mit einzubinden, sie zu verbreiten, das ist viel wertvoller, als sie nur in Kontakt mit einer Idee zu bringen. Und damit meine ich Werbung. Earned Media ist das große Ding. Und deshalb haben Agenturen, die Earned Media oder PR beherrschen, auch die Möglichkeit, in den Fahrersitz zu kommen, beziehungsweise als Lead-Agentur zu fungieren in Zukunft. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass eine Werbekreativagentur den ersten Platz belegt. Warum? Weil das gerade gegenüber marketingentscheidenden Unternehmen ein deutliches Signal gewesen wäre. Earned Media ist das große Ding, weil PR Dinge gesamthaft betrachtet und in Dinge einwirkt, um sie besser kommunizieren zu können. Außerdem wäre der Schockmoment in der PR-Branche noch größer gewesen. Agenturen hätten gesehen, da erwachsen ganz neue kreative Agenturen, die auch PR können und PR-Kompetenz aufbauen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich kann natürlich auch gut damit leben, in diesem Jahr auf Platz 1 zu sein.